Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ihr haut ja zurzeit die Abos raus wie blöde, vielen Dank. Und darum hatte ich mich auch kurzfristig entschieden, nochmal eine Aufnahme zu machen, obwohl ich eigentlich erst nächste Woche weitermachen wollte, aber quetschen die wir die nochmal rein. Und zwar mit dem sechsten Part von The Killing Antidote, den ich nehme mal an, dem habe ich im Wesentlichen zu verdanken, dass hier gerade so viele aufspringen. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht groß, sondern steigt mit euch gemeinsam ein. Ich habe nämlich ein bisschen was zu erzählen seit der letzten Aufnahme. Gehen wir aber erstmal rein. Suchen wir den passenden Speicherstand, denn ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Doch, da ist er. Perfekt, los geht's. Ja genau, ich habe jetzt nämlich gerade einen Zeitenrun auf Hardcore begonnen. Und bevor alle denken, das ist voll krass, nein, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad darüber. Und der wird noch unappetitlicher, davon gehe ich aus. Aber ich habe dann Munition sparen müssen und festgestellt, was das Achievement Zombies hinrichten bedeutet. Das geht nämlich nur mit der Nahkampfwaffe, mit der Axt oder dem Messer, wenn sie dann in Straucheln geraten. Davon hatte ich rege Gebrauch gemacht, um Munition zu sparen. Ich werde gleich noch einen zweiten Hinweis geben. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja gelegentlich Munitionskisten gefunden und wir im Challenge-Modus gehen die nach einiger Zeit wieder auf. So kann man relativ gut Munition farmen, wenn sie einmal ausgeht. Und nicht zuletzt haben wir ja auch noch den Verkaufsautomaten, bei dem wir das letzte Mal schon mal davor standen. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, Backschisch zu farmen. Und ich möchte euch zeigen, wie. Hier waren wir nämlich letztes Mal gar nicht. Und warum sie jetzt schon so schwer atmet, oben rechts geht die Kondition aus, weil... Ich habe es lange nicht gesehen. Wir sind überladen. Aber das meiste von dem Zeug werden wir brauchen. Dann müssen wir damit leben, dass sie einfach nicht so lange sprinten kann. Habe ich jetzt mal für uns alle stellvertretend beschlossen. So. Genau. Jetzt sind wir in diesem Raum. Wozu ist er gut? Das möchte ich euch zeigen. Da oben ist eine kleine Zielscheibe. Und damit aktivieren wir ihn. Und jetzt geht's rund. Jetzt haben wir hier nämlich eine kleine Arena. Und jetzt wird's ein bisschen nervig. Jetzt werde ich von allen Seiten angegriffen. Er kann am Ende der Runde hier erstmal ordentlich Geld und Juwelen farmen und mir davon nette Sachen kaufen. Ziehen wir es gerade mal durch, es ist eigentlich nicht besonders lang. Worauf ich jetzt schon hinweisen möchte, achtet darauf, dass ihr die Dinger erst erledigt, wenn sie aus den Bäumen raus sind. Oh, jetzt bin ich gestorben. Ist aber nicht schlimm, denn ich habe hier schon was vorbereitet. Auf dem Speicherplatz, jawohl. Ich habe den nämlich schon mal ordentlich abgefarmt und habe ordentlich eingekauft. So. Ich schaue gerade mal nach, ob ich auch die Wahrheit sage oder es nur falsch im Gedächtnis habe. Doch, ja, wir haben 5 Zombie-Brain-Smasher. Das klingt doch gut. Genau, ich habe also schon mal rege aufgestockt, denn jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal parallel ein bisschen weiter gemacht. Und wir werden jetzt dort hoffentlich obsiegen, wo ich auf Hardcore bisher gescheitert bin, weil da geht's echt übel zur Sache. So, das sind ja alles Etagen, die kennen wir schon. Darum, ich bin ja beim letzten Mal auf A5 ausgestiegen, da kamen wir nicht weiter. Und ich nehme mal an, wir müssen hier ganz runter, ins Labor. Aber hier auf B1 ist auch noch eine interessante Etage. Und da gehen wir jetzt mal rein. Achso, woran ich natürlich denken muss. Nicht A4 deaktivieren, sonst können wir nämlich von hier aus gar nicht einsteigen. Passt aber alles. Also dann. B1. So, und jetzt wird's nervig. Habe ich eigentlich meine Milch schon getrunken? Nein, siehste. Man sieht vielleicht, die führt ein Viertel der Energie auf. Die ist auch nicht mal in diesem Rädchen zu finden, wenn man sie hat. Ah, Mist! Fuck. Jetzt habe ich leider gleich noch Tabletten nachgeschluckt. Das war ein bisschen... Egal. Egal. Wir können es, glaube ich, vor Geld kaum retten. Passt schon. So, wer rumpelt denn da? Ei, was ist denn da los? Geht gar nicht auf.
Dann nehmen wir den doch mal und lassen ihn uns mal erklären. Ach so, das geht hier gar nicht. Na gut, er wird demonstrieren, wofür er gut ist. Schaut mal. Jawohl. Praktisch, oder? Leider begrenzt. Man sieht hier die Skalierung abnehmen. Irgendwas rappelt da hinten noch. Naja. Gehen wir erstmal rein. Holen uns noch einen Button. Den können wir uns auch schon mal mitnehmen. So, dann komm mit, Junge. Tja, da war ich zu langsam. Okay. Was ein bisschen blöd ist, das Ding ist noch nicht leer geschossen, man kann sie aber nicht wieder mitnehmen. Ist ein bisschen schade. Aber ansonsten eine coole Idee. So. So. An alle Hater da draußen, klingt das nicht wie Gifaru? Gibaru? Ist nur so eine Spekulation. So, und hier kommen wir jetzt übrigens wieder an ein wohlbekanntes Treppenhaus. Dort oben hatten wir die Begegnung mit dem seltsamen Mutanten. Ihr erinnert euch vielleicht. Gut, soweit nichts Neues. Oder doch ein bisschen vielleicht. Ich glaube, wir sind hinreichend ausgerüstet. Vielleicht noch ein bisschen Munition. Hier, Kleidung kann man übrigens auch kaufen über den Automaten, aber das hat jetzt erstmal nicht Priorität, würde ich sagen. So. Die hier werden wir brauchen. Das gibt zwar nur halb so viel Energie, aber ihr habt vielleicht auch gesehen, man kann dabei weiter laufen. Das Applizieren von großen Medipacks dauert zäh lange. Müssen wir uns nicht antun. So. Glaube. Den kann ich mir nicht mehr leisten. Ich hätte gerne noch ein Jahr, genau. Perfekt. So. Jetzt haben wir auch fast alles ausgegeben. Sind grandios überladen und gehen jetzt erstmal speichern. Hier gibt es noch eine Klamotte. Ja, von mir aus. Irgendwas bewegt sich in den Wänden, oder? So, speichern wir mal. Gibt es hier noch was? Nö. So, dann wird es jetzt interessant. Jetzt gibt es nämlich wieder einen kleinen Arena-Kampf. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob der überhaupt zur Story gehört. Oder ähnlich wie der Raum, in dem wir gerade eben waren, einer einfach zum Kohlefarmen ist. Möglich wäre beides. Ja, hier nehmen wir erstmal die Billo-Munition. Gut. Bleibt ja liegen. Was man auch merkt, wenn man von Hardcore auf Normal zurückgeht, es ist angenehm, wie schnell die tot umfallen. Die sind... Also mir graut noch vor dem höchsten Schwierigkeitsgrad von Nightmare. Das wird wirklich... Oder das heißt, glaube ich, extremely different. Das hat nicht meinen eigenen Namen. Es ist einfach nur schlimm. Gut. Genau. Ihr seht jetzt also gerade... ich habe gar nichts dazu gesagt. Also hier sind Bretter, die nagelt man vor Fenster und Türen. Und da wollen wir gleich rein und wollen uns sicher fühlen. Das hier spare ich aus gutem Grunde aus, werde gleich sehen, warum. Weil davon habe ich nichts. Ich beabsichtige nämlich, die Tür dort zu schließen. Um den Koffer kümmern wir uns, wenn wir es geschafft haben. Sonst, wenn ich hier drauf gehe, müssten wir alles normal machen. Macht ja auch keinen Spaß. Hier müssen wir jetzt rein. Und hier machen wir dicht. Und natürlich könnte ich nichts dagegen tun, wenn die dort hinten schon alles kaputt hacken. Generell, obwohl ich erzähl's, wenn wir daddeln, oder wir werden jetzt furchtbar viel Feuergefechte haben. Die sind nicht so spannend, kann ich euch ja auch zuschweilen. So, wir haben hier einen neuen Apparillo. Das ist eigentlich nur ein Detektor. Ihr werdet gleich sehen, damit werden Zombies markiert, sobald sie sich nähern. Und hier haben wir jetzt wieder diese Geschütztürme, wenn man so will. Die haben einen Vorteil, wenn ich die Gegner gleich... Na, ihr werdet sehen. Ich rede schon wieder viel zu viel. So, alle Generatoren sind runtergefahren. Genau. Shit rolls downhill. Das ist die Formel dafür, dass wir das jetzt anschalten, aber eben nacheinander. Wisst ihr Bescheid. Und jetzt geht's rund. Und dummerweise, sobald ich durch die Barrikaden schieße,
mache ich die in der Regel auch mit kaputt. Ist ein bisschen blöd. Darum hilft eigentlich nur, dass sie mich von allen Seiten gleichzeitig angreifen. Ich kann nicht verhindern, dass sie reinkommen. Das wird früher oder später passieren. Oh, wie geht? Was war das? Von dort. Ah, diese, da hinten sind noch zwei, die hätte ich Feuer holen sollen. Ist egal. Wir kriegen das schon hin, oder? Ihr drückt mir einfach die Daumen, dann wird das schon. So, dann machen wir hier schon mal wieder dicht. Da auch. Und, braucht noch ein Augenblickchen. Denn wir müssen gleich die nächste Pumpe anschalten. Nein, nein, nein. Anklopfen. Nicht einbrechen. Man sieht jetzt schon, wenn wir hier durch sind, stauben wir richtig ab. Huh, danke. Lieber Geschützturm. Laser-Dings. So, erste Pumpe läuft. Sehr schön. Machen wir die nächste an. Okay. Also ich spekuliere mal darauf, dass es nicht zur Story gehört. Aber wir werden es herausfinden. Wenn ich mich nicht gar zu blöd anstelle, vorausgesetzt. Wir nehmen jetzt mal eine Waffe mit mehr Wumms, denn langsam werden sie zahlreich. Da kann ich mir auch schon mal die Türmchen holen, würde ich sagen. Kann ich hier einen aufstellen? Nee. Oh, Junge. Jetzt aber. Wo bin ich? Da. Sehe ich ja kaum vor lauter Leichen. Seid doch mal lieb. Ich könnte jetzt einen Zombie-Smasher aktivieren, aber ich habe einen guten Grund, damit noch zu warten. Ihr werdet ihn gleich sehen. Fürchte ich. Da kommt nämlich gerade der Grund. So. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft. Okay, leer geschossen. Oh fuck, ich hoffe die Munition wird reichen. Es wird gerade ein bisschen haarig. Ah. Häng doch einfach hin, Junge. Mädchen. Wie auch immer. Tja. Ich habe sie nicht eingeladen. Jetzt dürfen sie sich auch nicht beschweren, dass ihnen die Köpfe wegfliegen. Das sieht so aus, als könnte ich die Säulen nicht neu bestücken, wenn die einmal bestückt sind. Kommt hier halt das nächste hin. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, letzte Pumpe. Zwei Drittel sind geschafft. So. Jetzt heißt es nochmal durchhalten. Aber wir haben noch vier Zombie-Smasher, das wird schon passen. Im Zweifel machen das halt auf die Hühnchentour. Ah, da kommt nämlich wieder so ein Dude. Hat sie jetzt geworfen oder nicht? Nee, hat sie nicht. Okay, falsche Waffe genommen. Er ist hinüber, ne? Ja, gut. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein dritter. Da können wir schon mal ein bisschen farm gehen. Oh,
frage mich, was passiert, wenn die alle aktiviert sind. Hört das dann auf? Ich hoffe einfach mal. Ja, Mist. Oh fuck, Energie. Das fehlt jetzt gerade noch auf der Zielgeraden. Bedeutet dieses Signal da? Achso. Oh mein Gott. Oh nein. Du hast mir gerade noch gefehlt. Okay. Das waren jetzt $3000, die wir allein für den verpfeffert haben. Die Munition wird langsam knapp. Nee, komm, jetzt bloß nicht. Okay. Wird jetzt langsam nervös, man merkt es vielleicht. Oh, was ist das jetzt? Ja, well, so klingst du. Hamas? Ja! Okay, also es ist... gehört nicht zur Story. Das so viel steht jetzt fest. Denn das hat mich jetzt inhaltlich überhaupt nicht weitergebracht, aber stinkreich. Gut dann. Meine Güte. Ich will hier nichts aufbauen. Ich will die Kohle am Boden. Meine Güte. Können wir auch gleich noch den Koffer hacken? Und danach können wir uns im Grunde den Schuppen hier kaufen. Schmeißen wir alle raus, müssen wir gar nicht mehr kämpfen. So. Ist ein bisschen gemein, dass die Zeit nicht angehalten wird, während man solche Dinge tut. So. Ihr seht, da habe ich jetzt auch ein bisschen dazu gelernt. Dieser Balken wächst umso schneller, je dichter wir an der korrekten Zahl sind. Darum gelingt das Hacken inzwischen auch ein bisschen besser. Oh, ich verliere schon fast die Lust, das alles noch aufzusammeln, weil zu viel ist. Das ist absurd, oder? So, aber was liegen lassen macht auch kein gutes Gefühl. Oh ja. Dann gehen wir gleich schön shoppen. Können wir im Grunde auch unsere Kollektion vervollständigen. Und alles, was da an Kleidung noch ist, aufkaufen. Ich glaube, jetzt haben wir echt genug für 2 Läufe. Ja, okay. Nee, da müsst ihr jetzt mit durch. Erfreut euch am virtuellen Reichtum. So. Ah, immer noch. Nein, ich will keinen Zahn bauen. Ich will Geld aufheben. Gut. Nein, immer noch nicht. Ja, Tür ist richtig. Gut. Ah!
Hier können wir das auch gleich verpulvern, wie praktisch. So, erstmal verkaufen wir die hier. Und die hier. Ja, 15.000 Dollar, das ist ordentlich. Kaufe jetzt erstmal tüchtig Munition ein, würde ich sagen. Und noch ein paar Heckgeräte. Das hier, ich habe jetzt deinen Namen vergessen, sorry. Konnte ich mich nicht merken. Ich hoffe, ich reiche ihn auch nach. Hat mir erklärt, damit näht man die Kleidung, die man hier verschleißt im Spiel. Danke für den Hinweis. So. Was wollen wir noch alles? Hier die Milch. Munition. Der Bogen. Wo ist der eigentlich abgeblieben? Der ist uns verloren gegangen, als wir das Treppenhaus runtergefallen sind, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Wir kaufen jetzt auch noch einen Bogen. So, soll reichen. Gut. Gut, dann würde ich sagen, schalten wir als nächstes den Fahrstuhl fürs Labor frei. Da war noch ein Gegner, ne? So. Ja. Gut. Ich meine, das war jetzt ein bisschen aufwendiger. Wir haben aber auch tatsächlich 14 mal so viel abgefarmt wie in dem ersten Raum, den ich euch gezeigt habe. Also es lohnt sich schon, da reinzugehen. Ah ne, wir speichern gleich oben. Wir müssen ja jetzt eh wieder zurück. Immer hört man Leute durchs Gebäude laufen, ne? Ich weiß nicht, wie gut man das an der Aufnahme hört. So, und ab hier weiß ich tatsächlich auch nicht weiter. Aber wie gesagt, bei der Stelle war ich im Hardcore-Modus. Ja, drei Anläufe habe ich bisher in Sand gesetzt. Gut. Speichern. Jetzt nicht, dass ich meine Hardcore hier, den muss ich erhalten. Sonst ist egal. So. Ich hatte zwischendurch auch eine Warnung bekommen, dass es ein Update gab und es eventuell Probleme mit älteren Spielständen gibt. Ich hoffe, das passiert uns nicht. So, dann schalten wir uns jetzt mal das Labor frei. So. Munition ist nicht so geil, ne? Bisschen was sollte ich noch nachkaufen. So, ein paar Pfeile. Bisschen Sturmgewehrmunition. Davon können wir auch noch was gebrauchen. Wir haben es doch. So. Gut, jetzt aber. Ab auf Etage X. Klingt nach Finale, wenn ihr mich fragt. Ah, was? Das war's. Ach, herrje. Wir haben das Kapitel geschafft. Na super. Und wie ihr seht, das nächste Kapitel ist noch nicht freigeschaltet. Was macht man jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal in ihr Office und ich zeige euch mal die Sammelgegenstände, die wir bisher gefunden haben. Ja, da stehen sie nämlich alle. Und wie man an den leeren Feldern aussieht, wir haben nicht alle gefunden. Mein Vorschlag wäre aber, wir warten dann das nächste Update ab und dann machen wir gemeinsam mal einen Run auf Extremely Difficult, you know?
So, und damit die Folge nicht allzu kurz wird, gibt es noch einen kleinen Anhang. Ich habe hier nämlich eine glänzende Spielekollektion, die da heißt Unplayable. Es sind ganz zauberhafte Spiele. Der Name ist reiner Zufall, das hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Wir haben hier einen Tetris-Klon, einen Final Fight-Klon und einen Wonderboy-Klon. Und die sind ganz toll. Wir schauen da mal rein, los geht's. Block Shark. Ist wie Tetris, nur besser. Es mag etwas ungewöhnlich erscheinen, aber das geht schon irgendwie. Kugel kommt vor, schätze ich. Wir kriegen hier schon was gebastelt. Das sieht schwieriger aus, als es ist. Es ist ein Träumchen. Seht ihr? Wir haben schon fast so was Ähnliches wie eine Reihe geschafft. Oh ja, ein bisschen größer, dann geht's schneller. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich glaube. Achso, Pech. Wer hätte das gedacht? Aber wir kriegen das schon hin. Ich bin da optimistisch. Genau, danke dir fürs Anfeuern. Okay, das ist sowas Ähnliches wie eine Reihe. Das hat der Computer wohl nicht erkannt. Das nehme ich sportlich. Wir kriegen das schon alles hin. Ja, der kam mir gelegen. Dann ist es schneller vorbei, oh Gott. Ja, nee, nee, darüber und ist auch sehr responsiv. Ein Hämmert auf. Okay. Wisst ihr was? Gut, also, ja. Blockshock ist halt für Newbies. Da müssen wir uns jetzt auch nicht weiter mit aufhalten. Wir nehmen mal hier Ghost Fighter, ein Double Dragon Remaster, so würde ich es nennen. Oh no! I've been killed by the evil gang! Revenge! From now on, my name is Ghost Fighter. Haben wir Spaß mit Ghost Fighter? Ghost Fighter ist ein Fighter, der ein Ghost ist. Darum sieht ihn keiner und fühlt ihn keiner. Immerhin greift ihn deshalb auch keiner an. Geht klar, oder? Ja. Gut, also vielleicht sollte ich es einfach nicht weiter versuchen. Das könnte nützlich sein. Marschier bald mal durch, ne? Ich kann übrigens auch schlagen mit Steuerung. Nicht, dass es irgendeinen Unterschied machen würde. Ja, den Level können wir halt nicht abschließen, weil wir keinen erledigen können. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. I'm a ghost, I can't fight! Game over. Ja, gut. Damit hätten wir auch Ghost Fighter geschafft. Gehen wir direkt zu Invisiboy. Ich frage mich, warum das so heißt. Ach so. Ja, er ist halt nicht sichtbar. Aber wer gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen, oder? Um ausgehen, dass er in der Bildschirmmitte ist, dann lege ich da mal mein Cursor hin. Könnte klappen, ja. Das Coole ist, die Gegner sehen mich auch nicht. Das haben wir mit Ghost Fighter gemeinsam. Ach so. Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Ah, Mehrfachsprung. Habt ihr das gesehen? Ich hab den erwischt. Das ist fast so was Ähnliches wie ein Sch. Er hat mich erledigt. Okay. Sie können mich nicht sehen, aber sie können mich töten. Das unterscheidet mich von Ghost Fighter. Vielleicht einfach ganz viel springen? Okay. Naja, aber wir sind. Und wenn ich jetzt einfach in die andere Richtung gehe? Wer hätte das gedacht? Mhm.
Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich weiß es aber nicht. Es geht nicht mehr einfach weiter. Ich... Okay, das war Invisiboy. Ja. Bevor ich weiterhin euren Intellekt beleidige, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.